prinzipiell kann man oder soll man ein Neugeborenes, sobald es da ist, sofort, wenn es stabil genug ist dafür und es der Mutter gut geht, es der Mutter auf die Brust legen, weil einfach der Suchreflex und der Saugreflex so gut ausgebildet sind, dass ein Neugeborenes auch sofort andocken kann. Das bedeutet, umso rascher dieses Bonding, umso rascher dieses Anlegen passieren wird, umso rascher wird auch der Milcheinschuss passieren und umso öfters das Baby angelegt wird, umso besser wird das Ganze funktionieren. Also so früh wie möglich, wenn für alle Beteiligten in Ordnung. Es spricht immer alles für das Stillen, wenn es für die Mutter passt. Das ist eine Lebensphilosophie, die ich mir angeeignet habe und die ich auch Eltern mitgebe, weil Stillen nur dann funktionieren kann, wenn es einfach für das Team Mutter-Baby passt. Die Muttermilch ist natürlich das Beste, was wir anzubieten haben, weil es eben auch Abwehrkörper beinhaltet und die an das Baby mitgegeben werden können, weil die Muttermilch immer da ist, weil sie immer die richtige Temperatur hat, weil sie immer die richtige Zusammensetzung hat, die sich ans Alter des Babys anpasst. Aber wenn Mütter durch die Tatsache, dass sie glauben, sie müssen ihr Kind stillen, gestresst sind, dann muss man ihnen diesen Stress nehmen. Es gibt gute Formula, gute Ersatznahrung und Kinder werden auch durch Formula groß.